We're adding another weapon to the pool of the anti-material rifles that we introduced in Chapter 3. Jo, moin Leute, Goldpriester hier. Viele fragen sich sicherlich schon die ganze Zeit, wo bleibt eigentlich der unveröffentlichte Inhalt vom aktuell vierten Kapitel mit Namen Gegen jede Chance? Wir befinden uns ja aktuell bereits schon in Woche 8 und ab jetzt sind es nur noch 4 Wochen. Dann beginnt ja bereits schon Kapitel 5 mit dem Namen Awakening the Giant, was den Riesen erwecken bedeutet. Der User ZCook18386 hat via Reddit mal eine schöne Zusammenfassung gepostet. Und zwar, was noch alles in den nächsten 4 Wochen kommen soll. Für den Sturmsoldat wäre das einmal ein Selbstlader M2 Carbine und ein neues Sturmgewehr Predator PG, auch als M1935 PG bekannt. Beim Versorgungssoldat wäre das eine neue Schrotflinte Ithaca M37. So, jetzt geht's mit den Scharfschützen weiter. Da hätten wir einmal ein neues Panzerabwehrgewehr Panzerbüchse 39 und einen neuen Pistolenkarabiner C96 Trench Carbine. Und für alle Klassen gibt es eine neue Pistole namens Velro, die mit einem Schalldämpfer ausgestattet ist. Okay, bei der Map sieht es folgendermaßen aus. Und zwar, da hätten wir einmal Provence, Lofoten Islands und Al-Sundan, wo ja noch der Eroberungs- und Durchbruchsmodus fehlt. Dann müsste noch der neue 5 gegen 5 Modus kommen, der bereits schon mehrfach geleakt wurde. Dann erwähnt hier ZCook18386 noch zwei selbstfahrende Geschütze, ähnlich den Panzerzerstörern, jedoch mit Haubitzen. Hier verstehe ich ehrlich gesagt nicht so richtig, was damit gemeint sein soll. Zum Ende zählt ihr hier noch einige Waffen und Skins auf, die auch noch fehlen. Und zwar Velgun, die hatte ich ja bereits schon in einem anderen Video ausführlich gezeigt. Metzen MG, Shawshat, die ja bereits im Singleplayer verfügbar ist. Weiter geht's mit Syrkren Shotgun und zu guter Letzt noch die Option zur Anpassung des Tankkörpers. Was ich hier noch ergänzend hinzufügen möchte, und zwar was aber erst später verfügbar sein soll, das wären einmal die eigenen privaten Server und nicht zu vergessen Levelerhöhung auf 500. Zur Levelerhöhung hatte ich ja bereits schon ein Video gemacht, was ich euch in der Endcard mal verlinken werde. So, kleiner Einschub meinerseits, das waren alles bisher inoffizielle Infos, die jemand zusammengetragen hat. Von offizieller Seite gibt es nur vom Community Manager Port Welsh eine Info, und zwar zu den Problemen auf Al-Sundan. Und zwar gibt es da Probleme mit Artefakten und es kommt noch zu Absturzproblemen. Was jetzt außerdem noch durch Port Welsh veröffentlicht wurde, und zwar, dass die zwei neuen Maps Provence und Lofoten Islands mit dem kommenden Update 4.4 veröffentlicht werden. Der Zeitpunkt dafür wird wohl die Gamescom-Woche vom 20.8. bis zum 24.8. sein. Port Welsh hat ja außerdem noch Al-Sundan aufgegriffen, und zwar wird es zusammen mit dem Patch 4.4 getestet. Sollte es danach immer noch zu Absturzproblemen kommen, wird die Map dann wohl erst nach dem Update 4.4 veröffentlicht. Ach du meine Güte, wie konnte ich das übersehen? Und zwar Port Welsh hat sich ja außerdem noch zu den Waffen geäußert. Und zwar Panzerbüchse 39, C96 Trench Carbine und Predator BG wird wohl in den letzten Wochen zu Kapitel 4 veröffentlicht. Außerdem wird es zur Gamescom keine neuen Informationen zum Pazifik-Szenario, auch als Kapitel 5 bekannt, geben. So, bevor wir uns gleich die Panzerbüchse 39 und C96 Trench Carbine in Aktion anschauen, will ich euch diesmal noch an was Wichtiges erinnern. Und zwar bitte schaut die Videos immer vollständig an und liked die Videos, wenn sie euch geholfen haben oder unterhaltsam waren. YouTube registriert das übrigens, wenn ihr die Videos nur liked und nicht anschaut. So, jetzt der Bonusclip. Bis morgen, euer Goldpriester. Tschauski. We're adding another weapon to the pool of the anti-material rifles that we introduced in Chapter 3, which is the German variant called the Panzerbuchse 39. And if you compare this to the boys, it's going to be a bit more lenient to, towards anti-vehicle. And then lastly, we have another pistol carbine offering, which is the trench carbine. And this one, compared to the PO8, is even more focused on short-range combat. And we have some interesting choices in the spec tree to really push that behavior even further. Okay.